Jawohl, ich hab ihn. Ich habe einen abgeschossen. Warum habe ich Wassereinbruch? Warum habe ich Wassereinbruch? Weiß ich Wasser, nicht. Wassereinbruch. Pumpen, pumpen. Wasser steigt. Ich pumpe wie die Sau schon. Wassereinbruch. Oh no. Leck. Irgendwo haben wir ein Leck. Irgendwo ja. haben wir ein Leck. Die beschießen uns hier auch die ganze Zeit. Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787. Ja, und heute sind wir zu dritt in Iron Wolf. Sehr cooler U-Boot-Simulator. Ist immer noch in Early Access seit 2017, macht aber einen verdammt guten Eindruck und macht richtig viel Spaß. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei unserem Video. Falls euch gefällt, was wir machen, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und let's go! So, Ralf, also du bist Torpedoraum und Torpedos abfeuern. Machst du das auch im Torpedoraum, oder? Nee, das mache ich oben mit diesen... Im zweiten Raum. Genau, richtig. Genau. Aber okay. Im Torpedoraum kannst du doch auch Feuer, oder? Da kannst du doch auch... Ich kann zwar feuern, aber ich kann ja nicht zielen. Ach so, genau, ich zielen. Ich Feuer drücken. Genau, okay. Also Torpedoraum und abfeuern. Du bist der Maschinist und ich bin der Captain. Oder, alles klar, Cap. Wollen wir das lieber tauschen? Willst du Torpedoraum machen und abfeuern und rein? Nee, passt schon. Das habe ich nämlich mit dem Torpedoraum noch gar nicht gearbeitet heute. Okay. Dann machen wir jetzt mal hier Mission 2. Wir haben für Gold, was wir ja unbedingt erreichen wollen, 4 Minuten Zeit. Kein Problem. Also ich würde ja sagen, wir geben uns auch mit Metall zufrieden, also bei einer halben Stunde ungefähr. Und hier unten ist Holz. Ja, genau, unten Holz. Das könnte man vielleicht auch schaffen. Mal gucken. Bisschen hier. Genau. Start Game. So. Da sind wir schon. Alle auf ihre Posten. Hi, Captain. So, ich sehe das Ziel schon. Das heißt, ich stelle schon mal das Ruder ein auf ungefähr 335 Grad. So. Wir hatten gerade Spaß mit deinem Körper, Markus. Mit deinem Körper? Mit deinem Körper. Mit Mai habt ihr mich missbraucht, oder was? Ja, aber du warst schon im Ladebildschirm und wir haben noch gewartet, dass wir beitreten können. Na, super. Ihr seid ja nett. Okay, wir gehen auf halbe Fahrt voraus, bitte. Halbe Fahrt wäre so 10 Knoten. Ich sag dir dann, wann wir 10 Knoten erreicht haben. Ich klatsche mal Torpedos. Captain. Jawohl. Müssen wir eigentlich auf Tauchstation gehen? Hydroplane. Off the submarine which enables you to aether dive. Ich würde noch nicht tauchen, weil wir haben dann noch die Möglichkeit, die Batterie geladen zu lassen. Okay. Wir müssen tauchen, wir werden beschossen. Flugzeuge. Oh! Flugzeugalarm! Moment mal, ich guck mal. Oh, es regnet nicht, es ist schönes Wetter. Ich sehe kein Flugzeug. Sehen Sie uns besser. Hauptsache ihr seid an der frischen Luft, ich bin im stickigen Maschinenraum, passt schon. Hallo, ich bin noch eine Ebene unter dir. Okay, der Ralf ist im Keller. Also, bitte Maschinenraum, ich möchte gerne 10 Knoten haben. Wir fahren also wie gesagt, ich habe bloß Umdrehungen. Ja, ich sag dir Bescheid, wann wir bei 10 Knoten sind, dann kannst du dir die Umdrehungszahl merken. Das wäre dann quasi halbe Fahrt voraus. Torpedos sind geladen, Captain. Da kommt schon wieder dieser Flieger. Moment mal, ich schau mal raus. Da ist er. Oh no! Wir wurden getroffen! Ah, so funktioniert das. Jetzt ist er wieder weg. Okay, bis ich mal weiß, wie ich mit der Kanone hier umgehe, ist der Feind schon wieder weg. Hier mit dem Schweißapparat, schau. Einfach so und dann hier. Ein Schweißapparat. Der Schweißapparat, ja. So, geflickt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der Torpedoraum unten steht völlig unter Wasser. Ja. Hast du so ein Gefühl, okay.
Der scheiß Flieger kommt schon wieder. Was ist denn das für ein Stress hier? Warte, ich geh hoch und baller den nieder. Die Drecksau. Wo ist der? Da oben. Schießen? Hä? Ah. So funktioniert das. Jawohl, ich habe ihn getroffen, glaube ich. Da kommt noch einer. Wo? Ach, da. Jawohl, ich habe ihn. Ich habe einen abgeschossen. Warum habe ich Wassereinbruch? Warum habe ich Wassereinbruch? Weiß ich Wasser, nicht. Wassereinbruch. Pumpen, pumpen. Wasser steigt. Ich pumpe wie die Sau schon. Wassereinbruch. Oh no. Leck. Irgendwo haben wir ein Leck. Irgendwo haben wir ein Leck. Die beschießen uns hier auch die ganze Zeit. Oh, wir sinken. Oh, oh. Und ich bin noch über Wasser. Ich habe einen Leckeinbruch gefunden. Ja, ich habe ihn. Pumpe und pumpe. Ich schweiße. Okay, Leck geschlossen. Puh, Leute, ja, das ist Wasser rausgepumpt. So. Okay, ich gehe noch mal nach oben und versuche die Flieger mal abzuschießen, weil die nerven ja. Sind wir helfen? Jawohl, hab einen. Wow, wie viele kommen denn da? Jawohl, hab noch einen. Ach, du kannst da oben auch schießen, das ist ja geil. Jo. Perfekt, dann kann ich jetzt wieder runtergehen und du kümmerst dich um... Und Wassereinbruch schon wieder, Wassereinbruch. Ja, wir werden auch voll beschossen hier. Ich schweiße. Ich suche mal das Leck. Ich hab's. Der Ölturm ist eh vor uns, den wir durchstellen müssen. Ja. Lass mich doch zuerst runter, wenn er uns taucht. Ich tauch gar nicht, wir sind einfach so gesunken. Wir sinken. Ja, warte, ich hab noch ein Leck, ich weiß noch, wo ein Leck ist. Das weißt du schon. Super. So, abpumpen. Wir sollten mal untertauchen. Das ist eine Idee. Ich gehe auf Tauchstation. Du hast keinen Tauchalarm gegeben. Oh, Tauchalarm! Dieselstopp! Gut. So, sind wir schon in Reichweite des Ziels, wo wir abballern müssen? Ich hab kein Bildschirm vor mir, also ich brauche Strom jetzt mal auf meine Geräte. Strom auf die Geräte, Hydrofon? Nein, Torpedo, Lockroom und irgendwas mit Torpedo. Oh no. Oh, oh, Überspannung. Oh. Oh, und draußen. Wir stehen im Dunkeln. Ja, Sicherung hat's rausgehauen. Scheiße. Soll ich mir hinterkomm dir helfen? Ach. Lass den ich sehe schwarz. Alleine arbeiten. Ich hau mal den Hauptschalter wieder rein. Jo. Das geht noch nicht. Jetzt muss es gehen. Nee, geht noch nicht. Hau mal alle Maschinen raus. Alles raus. Hydrofon hab ich raus. Bei dem Torpedo Rex, da hat es Sicherung rausgehauen gehabt vorhin. Jetzt hat es gehen. Irgendwo klatschen sie immer noch. Na, mach nochmal. Zieh nochmal hoch. Wir haben einen kurzen. Muss man vielleicht sogar. Müssen wir das als Sicherung wechseln? Da schau mal her, da ist eine kaputte Sicherung. Aha. Und dann eine neue rein, genau. Jetzt geht uns gleich ein Licht auf. Ich krieg's ja nicht runter von meiner Hand. Muss schon. So. Machen wir erstmal so, so eine Sicherung durch. Oh, oh, das schaut gut aus. Krass, da haut sogar Sicherungen raus. Genau, ich brauche Torpedo Racks und Torpedo Computer.
dass ich das mal machen hier. Also ich muss euch jetzt mal besuchen kommen, dass ich das da hinten auch mal checke, was ihr da so macht. Aber die Motoren sind aus, aber wir treiben schön, oder? Wir sinken nicht weiter, ne? Aha, 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 das sind die Sicherungen, okay. Ja. Torpedo-Computer brauchen wir. Genau. Map-Display brauchen wir und Torpedo-Racks brauchen wir. Und Terra-Display, glaube ich. Ich sehe an meinem... Ah, ich glaube, wir sind zu tief für die Torpedos. Darum sehe ich wahrscheinlich nichts. Torpedo-Computer? Das ist Torpedo-Computer. Ja, und wir sollen irgendwie den Breaker resetten, steht da. Was ist denn der Breaker? Reset the Breaker. Das ist hier der Sicherungskasten. Genau. Den habe ich schon resettet. Okay. Oh, was ist da? Hast du geschossen, Ralf? Ja. Könnten wir auftauchen, müsst langsam aber sicher meine Batterien aufladen. Jetzt haben wir ein neues Ziel. Wir brauchen, also ich tauche mal auf. Ja, zum Batterie aufladen. Jawohl. Wir tauchen auf. Ich gehe vor, jetzt haben wir schon mal an die Geschütze, nicht dass wieder Flugzeuge kommen. Ja, das ist eine gute Idee. Ach, geht noch gar nicht, wir sind ja unter Wasser. Ja, aber gleich sind wir wieder oben. Theoretisch kannst du mir so lange von den ganzen Torpedosachen einen Strom rausnehmen. Könnte ich bitte wieder auf Strom auf mein Steuerrad haben? Jawohl. Oh, ich sehe es gerade untergehen. Die Bohrinsel. Oi, 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 ich hab schon wieder. Alter Schwede hier. Was ist denn das für eine scheiß Elektrik hier? Ich hoffe, du hast nicht Elektriker gelernt. Ruder und Planes müsste wieder gehen. Moment. Ich gucke mal. Oh, Flugzeug. Incoming. Ja, das schaut gut aus. So, dann drehe ich mal auf die richtige Richtung. Und bitte halbe Fahrt voraus. Weil wir sind nämlich ganz schön weit weg. Ich habe eins von den Flugzeugen erwischt. Kannst du noch ein bisschen Gas geben? Ja. Achso, ich muss noch Motor einschalten. Moment. Sehr schön. Wenn wir halbe Fahrt erreicht haben, sage ich Stopp. Weiter, weiter. Ich habe bloß zwei Motoren an. Ich schalte einen dritten ein. Okay. Au, was war das? Okay, Stopp. Na, nicht so viel weg. Ach so. Ja, ich habe 500 Umdrehungen. Mehr kriege ich nicht. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Wir fahren zu schnell. Ich glaube, ich sehe da vorne unser Ziel. Okay, das können wir so lassen. Okay. Wir sind noch circa 2600 Meilen weg. Wir wollen es wissen. Wir wollen es echt wissen. Da kommt schon wieder irgendwo eins. Ja, ich sehe das Ziel in Sichtweite. Da oben kommt das Flugzeug links. Rechts. Ich sehe es. Jawohl, Hammer. Siehst du es da vorne, das Ziel? Ja. Sind wir noch sehr weit weg. Das ist voll irritierend mit dem Fernglas. Ich hab wieder eins. Maschinenraum, ich bräuchte bitte mein Navigationsdisplay. Damit ich mein Schiff sehe. Ah, super, perfekt. Wir driften gerade voll nach rechts weg. Ja, ich fahre Richtung Ziel.
Oh Gott, jetzt werden es ein bisschen viel Flugzeuge. Ja, wieder Wassereinbruch. Ich suche das Leck, ich suche schon. Wir könnten jetzt noch untertauchen. Okay, ich tauche ab. Es ist bei mir. Ich hab's. Perfekt. Okay. Ich muss jetzt aber den vierten Torpedo laden. So, dann gehe ich mal auf Tauchstation. Ich hab Moment, ich habe ihn noch nicht so weit. Oh, schon wieder. Können Sie einmal Licht im Torpedoraum kriegen? Licht, Torpedoraum, jawohl. Merci. So, wir sind untergetaucht und können, wir können nicht mehr beschossen werden. Ich muss die Geschwindigkeit ein bisschen runterdrehen, sonst wird die Batterie zu schnell leer. Alles klar. So brauchen wir halt ewig bis zum Ziel, ne? Okay, scheiß drauf, ich gebe voll. So. Gib Vollgas, bevor die Batterien leer werden, sagen wir bitte Bescheid. Ich sehe das ja hier auch. Okay. Batterie ist ja fast voll. Gib einfach Vollgas. Dann schalte ich den... Volle Fahrt voraus. Dann schalte ich alle drei Motoren ein, alles klar. Wir sind Herr der Lage. Wir brauchen nur zu lang. Im Sensorraum ist keiner, oder? Kann ich das Licht ausschalten? Im Torpedoraum ist auch keiner, oder? Ich bin zwar im Sensorraum, aber jetzt momentan brauche ich... Obwohl, doch, ich brauche Licht. Dann mach ich Torpedoraum Licht aus. Da kannst du ausmachen, ja. Ich kann schon anvisieren, unser Ziel. Okay. Ich versuche mal... Ja, wir sind auch fast dort. Maschinen bitte auf... Also, wir fahren ja sowieso nur mit 6 Knoten. Soll ich langsamer? Nee, passt. Ralf hat Torpedo abgefeuert. Ja. Torpedo bewegt sich. Das dauert natürlich ein bisschen, weil wir so weit weg sind. Der schießt direkt daneben. Nee. Doch. Nee. Hast du getroffen? Nee. Hat sich nach einem Treffer angehört. Ah. Target destroyed. Perfekt. Ich bin einfach so ein Sniper-Schütze mit Torpedos. Aber ich glaube, wir haben noch ein Ziel, kann das sein? Ah, da rechts daneben ist noch ein Schiff, ja? Ja, genau. Stopp, nicht so weit. Hallo? Passt so. Warte, stopp, ja, bleib stehen. Unsere Hülle ist noch bei 76%. Okay. Wollte ich bloß mal so gesagt haben. Ja, ist ja ausreichend. 76 schaut doch gut aus. So, ich habe im Maschinenraum gerade nichts mehr zu tun, ich komme mal zu euch. Okay, komm mal zu uns. Weiter Torpedo unterwegs? Jo. Aha. Bewegt sich schön aufs Ziel zu. Ziehst du da gleich den Torpedo? Und Treffer! Geil. Und noch ein Ziel? Wir das mal von oben anschauen. Ja, wir sind gar nicht. Periskop kann er gar nicht. Ja, eben. Eben. Kannst schon raus. Nee, es geht gar nicht. Jetzt muss man schon mit Taschenlampen hier unten arbeiten. Ja, wo brauchst du denn Licht? Komm, wo brauchst du denn Licht? Torpedoraum. Torpedoraum, ja. Dankeschön. Sag halt was, bitte. Ach, wir haben gar keine Torpedos aktuell hier unten. Müssen wir jetzt nach Kiel wieder und kaufen, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch sowas, ne? Die Torpedos musst du immer kaufen. Pressure. Was ist denn überhaupt unser Ziel? Jetzt ist das Ziel weg. Und wir haben ein anderes Ziel noch, das ist 1300 Meilen entfernt. 1300 Meilen? Ja, oder? Was sind das? Seemeilen? Da können wir aber auftauchen, oder?
Soll ich auftauchen? Okay, ich tauche auf. Ich gehe dann aber hoch auf Schützenposition. Ja. Bist du gerade bei den Torpedos unten? Ich möchte wissen, was ich da ein- und ausschalte bei den Torpedo-Racks. Nee, bin ich nicht, aber ich... Warte mal, ich bin gleich unten. Torpedo-Racks habe ich jetzt drei aus, also drei Schalter aus. Ich würde gerne wissen, was das ist, wenn ich es einschalte, die Torpedo-Racks. Schalt mal einen ein. Einen eingeschalten. Passiert gar nichts. Oder Torpedos. Doch, was? Er holt Torpedos. Ah, tatsächlich. Ich kann Torpedos vorfahren? Ja. Ja. Noch ein und noch einer. Ach, das ist zu viel. Okay. Dann kann ich wieder hochgehen. Okay. Also Torpedo-Racks verbrauchen verdammt viel Strom. Verständlich. Aber die brauchen auch voll ewig, bis die kommen. So, Ralf, wir nähern uns dem Ziel. Wir sind noch 1000 Meilen entfernt. Gut, ich gehe schon mal in Position. Jetzt kann ich es einschalten, oder? Torpedo-Racks alle an? Nee, es geht nicht. So, Maschinen bitte auf halbe Fahrt voraus. Halbe Fahrt. Und brennt gleich eine Sicherung durch. Sie ist durchgebrannt. Elektriker! Brauchst du Hilfe oder schaffst du es? Ich schau gerade. Ah, hier. Der Torpedo-Computer war's. Den brauchen wir jetzt. Wir brauchen alles wieder. In Sichtweite wär's. Jawohl! Du bist der beste Maschinist. Na langsam, wenn man es öfters macht. Ja, ist auf jeden Fall, das macht schon echt Gaudi, das Game. Ist auf jeden Fall schon echt cool. So, du kannst die Geschwindigkeit bitte verringern. Wir gehen auf langsame Fahrt voraus. Ralf visiert das Ziel an und... Schaut gut aus. Hä? Der ging vorbei. Sind wir frontal zum Ding, oder? Zum Schiff? Ja, ich kann. Kannst du mir bitte wieder meinen Strom auf meinen Dingsbums hier geben? Steuerrad. Ah, jetzt perfekt. Nach. So, wir müssen auf 120 Grad. So. Okay. Wir sind ausgerichtet, Ralf. Jo, Moment, ich lade schnell noch den Torpedo hier. Okay. Sicherung, Vorsicht. Gleich. Gut, dann gehe ich in Position. Geschwindigkeit passt noch, oder? Passt. Und dann kann ich die Motoren hier dabei ausschalten. Ja. Und schon mal wieder Druckluft machen. Wir haben fast keine Druckluft mehr. Okay. Ja, Wahnsinn, auf was ich da aufpassen muss alles hier unten. Ja. Torpedo wird abgefeuert. Jo, der schaut gut aus, der trifft. Und getroffen. Treffer versenkt. Jawohl, wir haben es geschafft. Yeah. Ole. Das haben wir Und halbe Stunde? 21 Nein, Minuten, wir waren Minuten. Besser. Das müsste doch Bronze sein, oder? Nee, 7 Minuten nee, ist Bronze. Ach so, verdammt. Das ist geil. Coole Sache. Echt coole Sache, Leute. Aber ich denke, ich werde euch jetzt verlassen, weil ich bin schon echt müde. Ja, ich werde auch schon ins Bett gehen. Ist in Ordnung, aber es hat Spaß gemacht. War echt ja, cool. Wiederholen wir auf jeden Fall nochmal, oder? Dann und ich muss sagen, ich habe das vor längerer Zeit das letzte Mal gespielt. Es hat sich durch die Patches so viel verändert. Also die ganzen Sicherungskästen waren nicht da. Die Animationen von dem Maschinenraum waren noch nicht da. Jetzt nur allein vom Maschinenraum kann ich sagen, es ist enorm viel passiert in dem Spiel. Ja. Das letzte Mal, wo wir gespielt haben, gab es das mit den Lecks noch gar nicht. Ja, gab es das noch nicht mit den Lecks, echt? Nee, die haben es auf uns geschossen, aber... Es ist nichts passiert, ne? Aber, nee. Okay. Ja, das wird dann richtig stressig gut. Mit den Lecks. Das wird richtig gut, ja. Richtig gut.
Alles klar, Leute, haut rein, checkt die Nei. Bam, bam, bam. Bis nächstes Mal. Und hier ist so militärisch hier diesen. Yeah. Yeah. Salut. So, Salut. Disconnect.